Die Journalisten freuten sich über die ehemaligen Kinderdarsteller, die zu einem Treffen mit der Presse gekommen waren. Tim und Jack, Annemie und Anna konnten Erfahrungen austauschen, wie sie im Nachhinein mit der großen Aufgabe fertig geworden sind. Denn der Weg vom Fernsehstar zurück in die Schulbank war für keinen leicht. Die Deckenspots in der Neue Oettinger Diskothek strahlen vor Stolz. In ihrem Rampenlicht nämlich verrenkt sich heute Abend ausnahmsweise einmal nicht die tanzwütige Neue Oettinger Jugend, sondern eine Filmcrew. Und soeben fiel die Klappe zur 85. Einstellung des Filmes Anna. So, stand by for a rehearsal. Das ist sehr gut. Ist sauber. 12 Millionen Zuschauer immerhin hatten im letzten Dezember, zu Tränen gerührt, den Fernsehsechsteiler um das zunächst gelähmte Mädchen Anna verfolgt, das sich mit seelischer Unterstützung eines Freundes zur wahren Ballettratte mausert. Und so war es Produktion wie Regie ein regelrechtes Anliegen, auch Annas weiteres Schicksal der Öffentlichkeit nicht vorzuenthalten. Mir geht's gut, nicht weil ich jetzt im Rampenlicht stehe, in den Zeitungen oder im Fernsehen, sondern weil ich eine Arbeit mache, die mir echt Spaß macht und weil ich unter Leuten bin, die total nett zu mir sind. Und darum geht's mir super im Moment. Tragisches Ende, wie die verstorbene Silvia Seidel an ihrer Rolle als Anna zerbrochen ist. Für mich ist halt der Wunsch, dass ich so viel wie möglich verschiedene Charaktere spielen kann mal in meinem Leben. Also mal was ganz Ernstes oder mal was Lustiges oder wie ein starkes Problem oder so, dass man halt testen kann, wie weit man da mit den schauspielerischen Grenzen gehen kann. Die goldenen Kameras werden wieder verliehen von Hör zu. Und Anna, das war die Musik aus Anna, bekommt eine. Und da ist sie, hier ist Silvia Seidel. Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Silvia, mittlerweile ein Fernsehstar, nicht nur durch die Serie, sondern durch viele Fernsehsendungen auch. Und alle fragen nach dir, viel Zeitung, viel Presse, viel Rundfunk. Kommt nicht irgendwann der Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt habe ich die Nase voll? Ich denke mir, irgendwann hört es wieder auf und solange es noch ist, genieße ich es einfach. Aber du trainierst fleißig weiter, Schauspielerei und Tanz? Ja, also tanzen trainiere ich weiter, auf jeden Fall. Möchte ich nicht aufhören. Wie ist denn das Gefühl, wenn die gleichen Menschen, die noch gestern neben dir in der Schulklasse gesessen haben, heute kommen und fragen, hör mal, hast du ein Autogramm für mich? Es ist witzig, es ist einfach komisch, aber irgendwie ist es auch schön. Also mir geht's nicht auf den Hammer, wirklich nicht. Dir geht's nicht auf den Hammer, das ist gut. Und wir können zwar keine goldene Kamera verleihen, liebe Zuschauer, aber zunächst mal brauche ich jetzt mal den Guillermo, wo ist er denn? Ist ja schließlich sein Lied, Guillermo Marchena, zum ersten Mal in der Hitparade. Wir können zwar, ihr kennt euch glaube ich noch gar nicht, ne? Doch, wir kennen uns. Seid ihr schon begegnet. Wir können zwar keine goldene Kamera verleihen, aber was anderes. Denn sein Lied, dein Lied, ich sag jetzt mal dein Lied, hat sich 250.000 Mal verkauft in den vergangenen Wochen. Und das ist eine goldene Schallplatte für dich, fürs Tanzen und Spielen. Und das ist eine goldene Schallplatte für dich. Nicht, dass es uns runterfällt. Guck mal, wir zeigen sie auch nochmal. So sieht so ein Ding aus. Haben wir die richtig? Die ist für dich, ja, steht drauf. Und die ist für dich. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns jetzt gemeinsam den nächsten Titel an. Wir kommen zu Platz 6 in diesem... Nee, aber ich hatte noch volle Haare. Ja. Also, wenn sich ältere Herren unterhalten, dann habt ihr über ihre Vergangenheit. Dann haben wir die Chance, bestimmt zu flirten. Dann können wir jetzt gehen. Nein, Sie können wir gehen. Ich habe die Sache mit dem Mädel vergisst, bitte. Das war nicht ernst. Ja, und heute ruhig weiter über die alten Tricks. Ja. Das war es jetzt Zeit, dass wir noch einen Kaiser hatten. Jawohl. Und Benno und der Skagerrak nach zuschlug. Jawohl. Als Sitting Bull trieb er die Engländer in die Nordsee. Ja. Oder war das später? Ich weiß nicht genau. Das war zwischen Steinzeit und Verwesung irgendwo, ja. Na ja, das ist schon ganz... Das gehört gar nicht. Das geht. Sind wir in deinen Augen Gruftis oder so? Ja! Hast du schon mal ein Yeti wie Roy Black gesehen mit so vielen weißen Zähnen? Yes. Check it, Kohn. Ich weiß nicht. Zähne im Maul. Pass auf, Silvia, komm du raus. Wie lange putzt du morgens ein? Du. Ja. Du sag kennst doch das Perlweiß, was du wirklich hast. Ja, gemein, ich hab keine Sorgen damit. Roy, jetzt muss ich mal den Roy ein paar Fragen stellen. Ihr könnt ja mit Pantomime so ein bisschen. Ja. Roy, du bist ja nicht. Kennst du die alle?
Ich überlege krampfhaft, wenn ich wohin stecken soll, aber... Du musst dir vorsichtig mit solchen Äußerungen... Du musst dir ein ganz altes Filmlexikon nehmen, da tauchen die Namen wieder auf. Ah, ganz alt. Jetzt passt aber. Das ist aufgegeben worden. Oh. Schau mal, von der Lydia aus Duisburg. Da, siehst du, so macht man das. Ja. Selbstbestellt, das hat klar gemacht und schon ist es... Ist das die Lydia aus Duisburg? Ich muss dir was gestehen, ich bin Lydia. Apropos... Oh. Ich kenne nur den Domino in Essen. Ja, jetzt müssen die Eltern zu Hause was erklären. Was ist denn Domino? Ja. Ja. Das müssen wir ja erstmal erklären, ja? Das ist doch ein Spiel mit den kleinen schwarzen Dingern da. Die, so, das kenne ich aber anders. Mhm. Das kennt sie auch schon. Ja. Karl, du musst aber hier ein Publikum. Nein. Ich bedanke mich bei dir. Alles klar, ich gehe rüber, ja. Danke. Bedanke mich bei Silvia Seidel, viel Erfolg für deinen Film Anna und ja. Fünf Jahre geht es eigentlich nur in eine Richtung, bergauf. Bis zum 30. September 1992. Es ist der Tag, an dem ihr die Popularität zum Verhängnis wird. An diesem Tag nimmt sich Silvias Mutter das Leben. Und obwohl schnell klar wird, dass ihre Mutter seit der Jugend an schweren Depressionen litt, macht die Presse Silvia für den Freitod verantwortlich. Da hatte ich wirklich einen totalen Verfolger, weil ich die Artikel gelesen habe. Und ich habe gedacht, jeder liest es, jeder glaubt es. Und wenn ich auf die Straße gehe, dann fliegen wirklich die faulen Eier und die Leute schreien hinterher Mörder. Und ich habe wirklich mich echt nicht getraut, auf die Straße zu gehen. Es war wirklich krank. Bei Dieter Mohr zieht sie Ende der 90er von ihrem Amerika-Ausflug ernüchtert Bilanz. Ich habe mit keinen großen Studioproduktionen zusammengearbeitet. Ich habe ein kleines Filmchen gemacht und ich hatte dabei mehr Spaß, als dass der Film sehr gut war. Heute Morgen bei uns Silvia Seidel. Silvia, das war 1987, glaube ich, als das losging mit Anna. Eine Weihnachtsserie im ZDF, ein gigantischer Erfolg, oder? Ja, was ich gehört habe, glaube ich, war es ein ziemlich großer Erfolg. Du hast eine Balletttänzerin gespielt und danach wollten alle Mädels in Deutschland auf einmal Ballett tanzen. Ja. Schauspielerin Silvia Seidel bei einem ihrer letzten öffentlichen Auftritte im April. In ihrer Münchner Wohnung fand die Polizei jetzt ihre Leiche, daneben angeblich einen Abschiedsbrief. Die Staatsanwaltschaft München teilte am Abend mit, in diesem Fall gibt es keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden. Besonders tragisch, ihre depressive Mutter hatte sich 1992 das Leben genommen. Auch Silvia Seidel soll depressiv gewesen sein. Die Wirtin ihrer Stammkneipe hatte sie vor Tagen offenbar als Letzte gesehen. Habe ich sie gefragt, ob sie später kommt. Hat sie gesagt, ich weiß es nicht, Maria. Hat sie Tränen im Auge gehabt und hat sie gesagt, ich liebe dich trotzdem. Als 17-Jährige war Silvia Seidel als Balletttänzerin Anna in der gleichnamigen ZDF-Serie berühmt geworden. Ein Kinofilm folgte, Auszeichnungen. Danach blieb der große Erfolg aus. Bei einem Besuch der RTL-Show Let's Dance im April wirkte sie zuversichtlich. Mir geht's gut und ich spiele sehr viel Theater ja schon seit Jahren und lebe ganz normal. Eine zerbrochene langjährige Beziehung und Geldsorgen sollen Silvia Seidel in den vergangenen Monaten zugesetzt haben. Sie wurde nur 42 Jahre alt.